Servus Leute, zu einer neuen Folge auf der Öllerbach. Ich bin's auch hier, Hofi LS. Was wir heute vorhaben, wir haben jetzt vor Hackschnitzel vom Hans herum zum holen, weil der oder da herum, wo man beim Ballenhorn fahren schon gesehen hat, hat der da ja da oben Hackschnitzel. Und weil man mir in der letzten Folge besprochen, da daher Hackschnitzelheizung rein, holen wir jetzt ein Hackschnitzel von dem. Das werden wir mit dem 615er und mit unserem Brandner Kipper machen. Aber weil die Schimmer da in die Halle einer, messen wir da Blut machen. So, der Schwader einmal und der Ladewagen messen da umrucken. Ich weiß nicht, ob es hintereinander einpassen, weil wenn ich jetzt da eine Ladewagen hergestellt und wenn dann hier vor der Halle noch ein Schwader. Und das dauert ihr jetzt mit 415er machen. Weil wir dann, klar, grob meine, hier noch mit 615er und mit 39er Hackschnitzel holen. Da haben wir einmal einen Schwader aus. Ja, das Ganze kann ich jetzt auch gerade machen, weil wir haben in der letzten Folge jetzt habe ich erst einen Schwader. Ah, dann stellen wir einen Schwader erst hinten. Haben wir mir Gülle gefahren, da hat es geringt und jetzt ringt. Obwohl der Wetterbericht gesagt hat, es soll ringen. Ringt es Gott sei Dank nimmer, weil dann kann ich jetzt meine Hackschnitzel holen. Und das wird heute oder morgen auf jeden Fall nur ringen, also laut Wetterbericht. Das glaube ich auch, dass das nur ringt. Weil wenn man schaut, es ist schon noch ganz schön dunkel. Ich hoffe aber, dass mindestens so lang nicht ringt, dass jetzt ich mal so 3 bis 4 Fuhren oder so um den Dreh holen kann vom Hans, dass die nicht nass werden. So wird das jetzt nichts. Nein, wir nur ein bisschen weiter um. So kann das schon eher los werden. Genau, stellst man erst. Den dann mal da, da. Der Waller muss ich herstellen. Was? Gehen wir gleich da um und dann schnell Tieren wechseln. Da einmal und da einmal. Was? Da muss halt unsere Ladung umstellen. Aufschreiben, da wir dann mit 415er da haben. Da wir. Ich überlege jetzt gerade bloß, wenn wir aufschreiben. Also eine Frontladermäßig haben wir nichts. Kann alle Hexen, sonst kann man machen. Und Tobi unten fragen, ob die Seeschaufel haben kann. Weil zum Aufliegen brauche ich ja vom 39er. Halt, genau, und da darf man. Da brauche ich von meine Schaufel brauche ich für den 39er zum Aufliegen. Vielleicht hat er dann so schön die vom Ding gereicht, vom Tobi. Stellen wir die jetzt mal um. Den dann mal dort zwischen Ballen und Samenski. Passt. Machen wir da mal gleich auf. Dann nehmen wir Strike, aber dann hängen wir am Frontlader an. Box einer. Was?
Dann bauen wir einen Front da ohne. Ja, als Heck, ich meine ja, vom 3-Nennen nehmen, ich schätze dann, dass man einfach für 15er Jahr dann nehmen einfach 700 Klausurgewicht. Einfach, dass der ein bisschen was hinten rum hat. Ein bisschen. So. Schleich ohne. Ja, passt. Dann mal die Gurbel stellen wir ganz aus hier. Und dann haben wir, wie gesagt, das 700 Kilo Zugewicht hat, ohne dass der auch wenigstens ein Gewicht drauf hat. Dann mal hier noch mal schnell mit dem Tobi schmatzen, ob wir, schreiben wir den da mal da rein, ob wir das Ding kriegen, schaufe ich vorher. Dann da wir nur das 3-9er gespannt zusammenhängen. Und da wir Schaufel und Gewicht ohne. So. Da haben wir schnell die Schaufel ohne. Dann haben wir einmal das Gewicht mit ohne. Dann der Bullet muss jetzt dann auch ein paar Stunden kriegen. Der wird dann wenden und schwaden, schätze ich, im ersten Schnee. Wenn der dann einmal kommt, und dann wird er schon seine Stunden kriegen. Stellen wir den einmal schnell da her. So, das passt. Und jetzt holen wir einen 615 aus und dann haben wir den am Wunge ohne und dann reden wir mal mit dem Tobi. Schauen wir mal, ob das geht. Ja, das geht. Machen wir mal hinten auf. Da meinen wir ein bisschen schräg hinfahren, weil der schon gut knapp drin steht und der 615 auch gar nicht so schmal ist mit der Bereifung. Jetzt passt das. Hängen wir nochmal an. Schleich ohne und dann fahren wir mal raus. Ja, das passt. Stellen wir mal da her. Wir sehen uns jetzt gleich wieder bei Merchlei, was mit dem Tobi reden und dann genau schauen wir weiter, wie es ausschaut. Bis gleich. Da haben wir wieder. Ich habe jetzt den Tobi gefragt, ob er mir einen 3-9er aufgefahren hat. Der hat gesagt, kein Problem. Und die Schaufel vom Tobi kriegen wir dann auch zum Schön. Wir fahren jetzt einmal auf. Zum Schafbauer. Der erwartet uns eh schon. Weil wir das ausgemacht haben mit ihm. Der Auto. So, jetzt geht's.
Ach, der Kubiken da. Dann holen wir mal so 3 Fuhren oder so. Oder ein paar, das ist ein bisschen lang. Weil jetzt, wenn's. Naja, jetzt regnet schon wieder, sagt der Wetterbericht, wenn man um anschaut. Soll schon wieder regnen. Es war also bloß eine kurze Periode, wo es jetzt nicht regnet, weil es hat jetzt beim Glühwein auch die ganze Zeit geregnet. Aber dann hoffe ich wenigstens, dass ich jetzt nur meine 3 Fuhren unter Dach kriege, ohne dass es regnet. Weil das war nicht schlecht und ins Holz geht, dass ich selber Holz mal gehe und dann schaue, wann das funktioniert. Ja, deswegen, ich darf jetzt sagen, ich mache jetzt eine Zeitrafferaufnahme, weil ich mal ein paar Fuhren fahre. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mal daheim bin und einmal die erste Fuhr aufschiebe oder so. Also viel Spaß bei der Zeitrafferaufnahme und ja, bis später dann. So, Leute, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich bin jetzt woanders. Ich bin beim Lohnunternehmer. Weil nämlich die Gülle fahre für den, mit dem, wenn man da sehen kann, 718er, der wo jetzt 220 PS hat und mit einem 15er halber Zunahme Güllefassel. Sagt ganz einfach den Grund, wir haben gestern, weil ihr ja gesehen habt, gestern war das, waren wir Omat und haben ja Hackschnitzel holen wollen. Da hat aber der Wetterbericht, wenn man auch da schauen kann, immer nur sagt, dass regnen soll. Es gibt einmal eine kurze Periode, wo es nicht regnet. Hat es da schon geheißen, es regnet und ja, bis wir aufgelegt haben, hat es dann schon das Tröpfeln angefangen. Und dann ist mir nur zusätzlich aufgefallen, dass der 39er sich echt schwer tut, im Wung rein zum kommen, also haben wir da auch wechseln müssen. Dann ist der Tobi gleich mit mir nochmal durchgefahren und hat mir einen 39er nochmal mit Arbeit genommen, weil wir einen 415er braucht haben für das. Der wo jetzt auch schon umsteht, plus der 415er, der 3615er steht hier unten. Wir haben die Fuhr auch in der Halle rein da, haben Tagschutzleitzen, die wo neu gekommen ist, also. Das ist so ein Container, den kann ich aber euch dann zeigen, wenn ich die nächste Tagschüssel vorhole. Ist gekommen, die läuft jetzt auch schon. Und genau, weil es jetzt regnet, ich kann nichts da, also einzig muss ich da meistern, sag ich jetzt mal, war einmal ins Holz gehen oder einmal Hackschnitzel holen, wo aber beides bei dem Wetter nicht geht. Also habe ich gefragt den Unternehmer, was er zum da hat, hat er gesagt. Ja, du, ich messe Gülle fahren auf die Wiesen, wo ich euch zeigen kann. 147 habe ich schon gefahren. Haben wir noch da ein 121er, ein 86er, 143er, 47er und das große 78er. Dann, was wir noch haben, ist. Oder eher gesagt, was wir noch haben, der Lohnunternehmer, also zumindest der Tobi, der hat jetzt auch nichts zum da, der hat da Güllegruppe. Der Lohnunternehmer hat gesagt, er will es machen bei dem Wetter, ich weiß nicht, ob das vorteilhaft ist, aber wenn er es machen will, welcher mir. Und ja, das ist das, was wir jetzt so tun. Da machen wir Ostricker, gehen wir einer, auffüllen, gehen wir 1400 Umdrehungen. Der Lohnunternehmer, nicht dass sein wunderbar wieder Gülle da ist, kriegt in der Umgebung allerweil mit so Zubringern Gülle hergefahren kriegt, weil er so der einer der einzigsten ist mit so einer Lagerstelle. Und darum fahren die eher auch von der Umgebung Bauern, wo es nicht schaffen, Dinger her.
Gülle her, warum hat die alle so viel? Jetzt ist eh voll das Fassel. Und die gehen wieder raus. Schlauch aber. Vorne haben die allerweil Gülle her. Was mir jetzt als nächstes fahren, ist das 121er. Da fahren wir einfach über den Weg da, da her. Genau, der kriegt dann da allerweise Gülle, darum hat der allerweil immer was. Und ja. Der hat aber jetzt von dem Gülle fahren eine Zeitrafferaufnahme machen. Einfach weil, ja, einfach bloß eine Zeitrafferaufnahme vom Lohnunternehmer, weil das jetzt nichts von mir ist. Und ja, der hat gesagt, viel Spaß bei der Zeitrafferaufnahme. Wir sehen uns dann wieder später, also mittendrin, wenn ich mal beim Güllefahren bin, sehen wir uns dann wieder, dann, weil ich filme jetzt nicht das komplette Güllefahren vom Lohnunternehmer, bloß ein bisschen was. Und dann sehen wir uns wieder, dann, und dann, weil nach dem Unternehmer sehen wir uns halt dann wieder, wenn ich Hackschnitzel einfahre, wenn es halt dann immer ringt, kann ein Bolzer, weil es soll um 3 laut Wetterbericht, weil es gesehen hat, bis um 6 oder so auf die Nacht nicht ringen, dass ich dann da umeinander eventuell Hackschnitzel runterfahre. Und ja. Genau, und ich darf jetzt sagen, viel Spaß bei der Zeitrafferaufnahme und wir sehen uns dann irgendwann wieder.
So, jetzt war's so wegen dabei beim Lohnunternehmer Güllefon. Schlauch aber. Aber ich dachte jetzt mit dem Herrn jetzt da mal auf mit der Zeit rauf, weil es ist jetzt eh bloß nur Güllefon. Und dann sehen wir uns bei mir daheim wieder, wenn bei mir was ansteht. Und ich dachte sagen dabei Servus, also und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der Folge. Oder ob das auch das Ende ist. Ich muss beim Schneien dann anschauen. Aber ich verabschiede mich dabei schon mal. Vielleicht kommt noch was dazu, ich weiß nicht. Also dann Servus dabei und bis zum nächsten Mal. Vielleicht nur in der Folge, vielleicht in der nächsten Folge. Servus. So, da bin ich wieder. Ich bin beim Lohnunternehmer unten mit dem Telefon fertig. Und weil jetzt seht, es ringt nicht mehr. Das ist auch gut, weil mir dann bald zumindest da. Gehen wir mal lieber da rein. Bald mit dem Gespann weiterfahren. Also Hackschnitzel zu uns aber. Aber jetzt davor einmal kurz eine kurze Sache. Und zwar, da hinten steht der 3-9er herin. Jetzt mal kurz was zu dem. Ich bin dabei, den Bullock herzumrichten und eventuell zum Verkaufen. Eventuell, ich weiß es nicht. Und genau dazu jetzt so jetzt mal schnell was. So, ich fahre den Bulldog. Stellen wir mal die Schaufel da her, weil ich sag's euch gleich, warum wir das jetzt bloß so provisorisch machen. Und zwar, wir fahren jetzt den Bulldog Affe zur Baywa. Der wird hergerichtet. Was meine ich mit herrichten? Er kriegt einmal wieder neu lackiert. Das ist ja die alte Fendt-Farbe. Der kriegt eine neue Fendt-Farbe und zwar nicht die Nature Green, aber die, wo halt mit den neuen sind 24er, also die alten sind 24er eingeführt worden ist. Das heißt, nicht das Nature Green, aber auch nicht das ganz alte Grün, weil das da. Also das mittlere, sage ich jetzt einmal, kriegt er. Und er kriegt zwei Rundumleuchten. Und weil mir persönlich die da nicht so gut gefallen, die Runden, sondern eher die Eckerten, kriegt der auch noch die Eckertenaffe. Also der kriegt die Eckerten Rundumleuchtenaffe. So wird der hergerichtet. Mit anderen dann schon ein wenig Polten und alles. Und dann auch, wenn er hergerichtet ist, noch damit arbeiten. Aber ich hab halt vor, ein Vario zum Kaffee. Was für einen genau, ich weiß nicht. Da haben wir jetzt auf jeden Fall Frontlader, aber weil wir ja jetzt zur Beiwaffe fahren, den gehen wir da nämlich dann ab. Ich hab, ja, ein Vario ist, ich weiß noch nicht genau welchen. Ich kriege jetzt auf jeden Fall im Gegenzug zu dem Bulldog einen Vorführer von der Baywa. Und zwar ein 313er Fendt Vario, die ganze neue Generation. Der hat auch einen Frontlader, einen Stollfrontlader hat der drauf. Der hat meines Wissens, geht das? Nein, geht nicht. Meines Wissens ein FZ30, also so einen, weil wir am Ding drauf haben, am 415er hat der. Zwar in Nature Green, weil er der komplette Bullock auch in Nature Green ist, aber er hat auch so einen. Weil wir brauchen einen Frontlader-Bullock, weil wenn wir den Bullock hergeben, dann geht das natürlich nicht. Das zu dem. Dann weitere Änderungen. Ich kaufe jetzt auf alle Bullocks, also mein 615er die 2 und auf mein 415er die Eckerten rund um leichten Affe. Das will ich bloß mal sagen, die kriege ich dann von dabei war. Und die werden dann in der nächsten Szene dann auch schon verbaut sein, weil ich es dann dabei verbaut habe. Weil mir die einfach besser gefallen. Und darum da Idee ohne. Das ist ganz einfach zu dem. Dann noch was anderes. Mein Frontbacker, wo man ja sogar noch in der Folge in der Freie
Affig gefahren, also gestern in der Früh Affig gefahren haben. Das ist jetzt bloß jetzt, ich sag mal, in der Folge noch ist er fertig, weil wir jetzt schon am nächsten Tag auf die Nachtzahl haben. Weil wir haben letztes Mal, weil ich auch schon beim Güllefahren vom Lohnunternehmer gesagt habe, hat es als Ringer angefangen beim iPhone. Dann haben wir über Nacht halt noch während dem Ringer ein Büro, dann habe ich auf die Nacht den Stall gemäßt. Und jetzt halt dann davor, jetzt bevor ich das jetzt mache, habe ich ja Gülle gefahren beim Lohnunternehmer, habe ich Gülle fahren können, weil ich nichts im Tag hatte, weil es hat jetzt heute noch geringt. Und jetzt dann mir eben Bullocks tauschen. Also den da mit dem 313er als Vorführer. Oh, weil ich mal sehen will, weil vielleicht kaufe ich mir einen 313, ich weiß echt nicht, was für ein Bullock. Auf jeden Fall ein Vario. Und vorerst ist jetzt einmal an für den Bullock gedacht. Den werden wir dann herrichten. Wie gesagt, rumleiten und das neue Grün. Dass man dann besser verkaufen kann, wenn es war. Und weil, wenn ich ihn auch nicht verkaufe, wenn ich ihn polt, das, der schaut halt dann auch besser aus mit den zwei Rundumleuchten und alles. Und ja, da werden wir mal schauen. Lasst mir den noch durchgehen. So, jetzt perfekt. So. Ich stelle jetzt den mal dahinter, weil ich habe schon gerufen, da ist jetzt keiner da, die haben gerade auswärts, weil ich mein, irgendwo braucht einer, hat er gesagt. Irgendwie so war das. Stellen wir den jetzt mal da her. Was er mir erklärt hat, einmal, das soll der Frontlader für den 313er, der wo vorne dort steht, als Vorführer sein, das ist der. Und da drin hat er gesagt, steht mein Frontbagger, den können wir dann mit dem 313er mitnehmen, weil der hat ein Dreieck drauf. Das machen wir zwar schnell zum Frontlader anhängen, abhängen, aber dann, wenn wir einen Frontlader drauf haben, können wir auch für den Dreieck ohne da. Das ist er nämlich. Ja, weil wir gesagt haben, schön in Rabe Blau. Dass der halt schön zu kommen wieder zu passt. Das haben sie auf jeden Fall schön hingebracht. Da kann man echt nichts sagen. Und jetzt holen wir uns einmal einen 313er. Der steht da ja vor. Dann eben 516er und allem. 516er kann man eventuell einmal ausprobieren. War vielleicht auch eine Möglichkeit zum. Passen wir da durch? Ja, das ist ein 313er. Zwei Rundumleuchten. Schöne breite Bereifung um und eben Stahlfrontladerkonsolen und da ein Dreieck. Wie gesagt, mit dem fahren wir dann am Frontbagger ein. Steigen wir mal auf. So, lassen wir mal um. Passt. Dann machen wir mal Rückwärtsgang und Brems raus. Ja, der geht schon gut ab. Kleiner spritziger Bullock. Von außen. Eben muss ich ja geil finden mit den zwei Rundumleuchten. Schaut auch nicht schlecht aus. Jetzt dann machen wir schnell. Das Dreieck. Dann machen wir schnell. Da. Hier dabei, weil. Zum Frontlader-Anhänger können wir es eben nicht brauchen. Der Frontlader gehört dazu, hat er gesagt. So. Anhänger, schauen wir. Schleich. Anna schon droh, das passt, das passt. Afi. Da mal ein bisschen Afi, damit wir eben Strike anhängen können. Passt da mal. Das passt. Das einzige, wo man schauen muss, ich hebe jetzt noch ein bisschen auf, wo ich glaube, ich kann sogar ganz ausheben. Ja. Dann werden wir noch ein bisschen zurücksetzen, weil wir nicht gescheit da haben. So. Au
ausheben. Eingerutscht ist er. Dann mal Frontlader ein bisschen oben. Fahren wir mal das Gespann raus, dann schauen wir so einen Schläfer außen an. Ich finde, schaut echt nicht schlecht aus, den Rabiblau. Und dann stellen wir den da nur einer, weil die gesagt haben, den soll ich einstellen und dann machen die das mit Lackieren und allem. Den stellen wir da so her. Fahren wir noch ein bisschen nachher gefallen und zweiten Bullock einkriegen wollen. Können wir abstellen, der ist lang nur nachgelaufen. So machen. Das passt. Und ja, das ist jetzt unser neuer Vorführer. Sehr schöner Bullock, finde ich. Und genau. Da hat aber jetzt sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut, bis ich daheim bin. Und dann baue ich aber dabei drum dumm leichten ohne vor die anderen Bullocks. Und dann, wenn ich das da habe, dann sehen wir uns wieder, wenn ich drum dumm leichten ohne da habe. Und genau, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Ach, gehen wir vor der Bank mal runter. Da steht er, der 13er. Ich habe jetzt nur die Rumdumleichten aufgebaut, einmal am 6.15er und am 4.15er. 4.15er, der darfst du nicht wundern, der ist nicht mehr da, den habe ich schon aufgefahren zum Hackschnitzlaufling, weil das jetzt direkt dann die nächste Arbeit ist, was wir da haben. Der hat der schon um die neue, also so wie der da. So, größere, ich zeige es euch jetzt mal schnell beim 6.15er. Gehen wir einmal da einer, da, weil man sagt, der hat da die neue Rundumleuchten, die größeren, nicht die kleinen, weil ich davor gehabt habe. Und genau, jetzt haben wir aber schnell mit 300er. Da machen wir erst einmal die klar Gruppen eine. Mit 300er, da machen wir jetzt gleich einmal Schaufel und Ding ohne. Die Schaufel ist nur allerweil vom Tobi. Das wisst ihr, das ist ja die, wo wir gerade vorhin von 3-9 abgehängt haben. So, einmal anhängen. Das passt. Weil ich gesagt, wir probieren jetzt den Bullock einfach mal aus, weil der hier haut. Und eventuell kauft man uns so einen. Also vielleicht sogar den, dass man ein wenig billiger kriegen, weil er vor viel Schlepper ist. Aber zumindest bin ich dabei und schau, wo sich für den Bullock. Ich weiß nicht, ich habe ja schon angesprochen am 516er. Oder zumindest am 500er an sich. Am 516er hat er jetzt bei war umgehört. Ich weiß nicht, ob es dann ein 516 wird. Oder ein kleinerer 500er. Und mal einfach mal schauen, was für ein Bullock mir gut gefällt. Und dann schau ich mal, was für ein Bullock immer kauft, weil ich will auch vom 3.9er jetzt durch das Herrichten, Farb und drumdum leichten. Drumdum leichten dann übrigens die von der Beiwaffe, also da mal ich mich um die rumdum leichten, mal mich nicht kümmern. Der hat dann eben zwei rumdum leichten und auch die Neier auf der alten Halterung hat auch dann den Neier um und halt eben ein neues Grün, einfach da er besser ausschaut. Genau, und dann will ich mir da eventuell, wenn es ein kleiner Vario wird, als sowas wie der 300er oder der 500er, dass ich da noch einen einigermaßen Preis für so einen Bulldog kriege, weil ich finde echt, der ist auch wirklich nicht, schaut nicht schlecht aus. So, die 12 von langer. Also dass der schlecht aussehen finde ich nicht, ich hoffe, dass ich da noch wenig was kriege. Weifel, genau, das meldet man im Internet schaue, für Weifel der um einen angeht. Und dann stelle ich den einmal ein um einen gewissen Preis. Den Bulldog, der hat jetzt dabei da einstellen, da unter Dach ist.
Weil ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. So, Schwimmstellung. Was? Bin mir nämlich nicht sicher, ob jetzt ein 3-9er oder ein 6-15er hergeben und dafür vielleicht so, keine Ahnung, einen alten 7-16er Favorit krieg oder so, Kauf oder sowas in der Art. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber eigentlich ist der 6-15er schon ein schöner Bulldog. Weil ich weiß echt nicht, ich mein, dass ich einen 3-9er hergebe. Und dafür sowas, weil ich den jetzt zum Beispiel kauf, der ist jetzt eigentlich echt nicht schlecht. Oder halt eben ein 7-16er, alten Favorit 7-16er. Der ist, macht man da mal der Wald. So, ist natürlich auch kein schlechter Bulldog. Also mir gefallen die alten sowieso super. Aber das weiß ich halt nicht. Jetzt, wenn es länger, ich weiß nicht, was der Wetterbericht sagt, können wir mal schnell schauen. Anscheinend regnet es heint. Über Nacht nochmal, über Nacht soll es nochmal ringen, dann haben wir mal ein bisschen Luft bis um 12 Uhr. Dann soll es aber nochmal ringen. Es ringt jetzt schon die ganze Zeit immer ein bisschen dahin. Ob man, wenn dann, war ich ehrlich gesagt mit dem 415er ins Holz gegangen, einfach weil ich den neuen Bulldog, das ist der Vorführer, den will ich jetzt nicht ins Holz einschläupfen, einfach wegen dem Vergratzen, wegen den Nassen da ist, da war ich dann mit dem 415er gegangen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich war eigentlich mit dem 3-9er gegangen, weil schöner, kleiner Bulldog, auch wegen alter. Aber das ist jetzt relativ, ich sag mal, kurzfristig gewesen. Also, weil, also das, dass ich mir einen Bulldog kaufe und so, das nicht. Also da habe ich schon länger drüber überlegt, aber dass dann die, den da, da haben und ich dafür, also ich dafür, mein 3-9er, da aufgegeben kurz dabei war, die richten den, oder eher gesagt, richten wir auch nichts, sondern bloß lackieren und darum umleuchten und ich direkt dabei den als Vorführer. Es war relativ kurzfristig, dass ich, weil ich habe ihn nicht hergeben können, weil ich brauchen. Aber dann haben sie gesagt, ja, du kannst den als Vorführer haben, habe ich gesagt, ja, passt, ich will eh mal anschauen, was es gibt. Und dann hat sich das jetzt so ergeben. Aber dann gehen wir halt mit dem 415 ins Holz, das war auch nicht schlimm. Dass wir das eventuell morgen in der Früh machen, wenn es nicht mehr ringt. Aber jetzt meist man natürlich nur Hackschüssel, aber von so 2-3 Fuhren. Das macht man dann direkt jetzt. Ich darf jetzt bloß noch schnell Brotzeit dann machen und dann macht man das. Und dann hätte ich halt in der nächsten Folge weiter ins Holz gegangen. Und ja, so war dann der Plan. Ich gehe aber jetzt, wie gesagt, schnell zum Brotzeit machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dann so in einer halben Stunde oder was schätze, das ist, dann nochmal schnell Hackschnitzel von oben vor. Also dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gefrühstückt. Und jetzt da mal Hackschnitzel fahren. Mit dem 6-15er. Aber gleich mal vorweg, ich darf jetzt sagen, wir machen da eine Zeitrafferaufnahme drauf. Was wir machen, habe ich ja ganz am Anfang von der Folge schon besprochen. Und ja, der hat gesagt, machen wir jetzt einfach Zeit auf eine Aufnahme über das, weil das ist jetzt eh gerade das Hackschnitzel runterfahren und dann sehen wir uns am Schluss der Folge wieder, weil dann war es das eh für die Folge. Also viel Spaß bei der Aufnahme und bis später.
Da bin ich wieder. Ich habe es jetzt gesehen, ob die eine Fuhr noch runtergefahren, aufgeschoben und auf und zwei von den Fermenter wieder eine da. Wo sie euch eh noch sagen wollt, ist ja der Container, den haben sie so gebracht, den Container. Haben dann das von unten gebaut. Die Leitung unterirdisch haben sie angeschlossen. Und ja, so haut das hin. Da ist noch ein wenig geschottet worden, dass man da auch kurz reinfahren kann und dann einschieben kann. Und ja, ich darf aber jetzt sagen, wir hören für die Folge auf, weil ich habe jetzt nichts mehr zum da bis zum Holz gehen. Morgen in der Freie schätze ich, dass ich ins Holz gehe. Und derweil habe ich jetzt eh nichts zum da. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Servus.